Was haben die für üble Experimente gemacht? September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt, sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus, sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? So. Alles nur Einbildung wird's wohl kaum sein. C. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Ich? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich je... Oder sind es meine Erinnerungen, die mich täuschen? Was könnte ich noch Schreckliches getan haben, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben? Die Ungewissheit, die Furcht vor meinen eigenen Handlungen, das gehörte zu dem, was mich am meisten quälte. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen, sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Definitiv C. So wurde es da wohl gehandhabt. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht.
13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Wenn protokolliert wird, dass er gesagt haben soll, nein, das ist nicht Charlotte, dann hat sie vielleicht die andere Puppe tatsächlich doch gekriegt. Mal 10. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Jetzt wird's doch langsam unheimlich. Oder haben sie Amara verschwinden lassen? Nach diesem Vorfall. Ach, den Raum kennen wir schon. Aber was hat da vorhin geklopft? Was ist das? Ich sehe nichts, aber ich höre was. Könnte von draußen an der Tür gewesen sein. Jetzt schleicht er ein bisschen draußen rum oder so. Das wäre jetzt meine Vermutung. Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Wurden die da komplett daran festgebunden und es ist... Passt. Mehr möchte ich nicht wissen. Wir sind wieder oben. Gut. Da kriegt gerade eine Tür auf. Geht's wieder ganz raus. Könnten mal draußen vor der Küche schauen. Ach genau, jetzt kommen wir hier zur anderen Seite raus. Rein. Sieht nicht so aus. Aber Amara muss eigentlich dann echt gewesen sein, weil hier kommt ja...
diese Erinnerung. Die kann es ja nur geben, wenn Samara wirklich gegeben hat. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Was für eine Tür ging da gerade auf oder zu? Hier war das mit Amara. Vielleicht sind wir jetzt hier auf der richtigen Fährte. Ne, war das hier? Das war doch im Erdgeschoss. Mit dem Wasserhahn hier? Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Was? Aber ich habe doch eine Tür gehört. Nochmal zu Charlotte. Charlotte war ja oben, ne?
Charlotte ist weg. Jetzt wieder hier. Wo ist Charlotte? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Schon. Ja, die Räume hat man hier alle durch. Was war das jetzt schon wieder? Auch nichts machen. Weil hier kamen wir nach der Szene ja raus. Ich drücke aber jetzt mal die Taste H. Wir können die Krankenakte im Archiv suchen, wo auch die Briefe der Mama lagen. Ergibt Sinn, ne? Ergibt Sinn. Jetzt habe ich aber dummerweise vergessen, wo die Archive sind. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Hier sind die Archive. So. Amara B., 32 Jahre alt, Hausfrau, Mutter von zwei Kindern, verheiratet mit Mario B. Sie war nicht verheiratet, aber auf dem Foto, das ist sie. 3. Juni 1936. Gestern eingeliefert, war in Begleitung ihres Mannes, Anzeichen von Besserung. 10. Juni. Fröhlich, heiter, ruhig, verhält sich anständig, pflegt sich und ist ordentlich. Entlassen am 8. Juni 1936. 28. April 1937. Wird von ihrem Mann gebracht, leidet an großer Nervenschwäche und Ängstlichkeit, spricht mit Mühe, zittert. Entlassen am 14. Mai 1937. 8. März 1938. Wenige Tage bevor René eingeliefert wurde. Sie war auch erst seit kurzem da, hat sie jedenfalls gesagt.
Gestern eingeliefert, fiebrig, äußerst unruhig, entlassen am 14. März 1938. Sie ist nicht weggegangen. Nein, nicht nach so wenigen Tagen. 22. Juni 1939. Erneute Einlieferung. Wieder einmal sehr schnell Anzeichen der Besserung bei der Patientin. Entlassen am 2. Juli 1939. 1. August 1941. Erneute Einlieferung aufgrund von großer Unruhe. Entlassen am 27. August 1941. Rein und wieder raus. Sie blieb immer eine kurze Zeit. In meiner Erinnerung ist sie immer bei mir. Ich verstehe das nicht. 4. März 1942. Noch hier, unveränderte Situation. 8. März 1942. Im Vergleich zu den vorherigen Einlieferungen erscheint die Patientin auch noch nach Tagen niedergeschlagen, obwohl Orientierung und Aufmerksamkeit in Ordnung sind. Entlassen am 25. März 1942. 2. April 1942. Die Patientin ist unaufmerksam, schweigsam, zeigt kein Interesse. Ihr Mann brachte sie unter folgender Begründung. Sie ist nicht, Herr Doktor. Sie schläft fast immer. Ich mache mir große Sorgen. Sie kennen sie und sie können ihr helfen. 6. April 1942. Tuberkulose. Patientin in das Gebäude Maragliano verlegt. Isolierstation. Gegen 8.30 Uhr an Tuberkulose verstorben. Amara soll tot sein. Meine geliebte Amara. Ich habe mich noch nicht einmal von ihr verabschieden können. Beiliegend ein Schreiben der Patientin. Wahrscheinlich im Delirium niedergeschrieben. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich verliere so viel Blut, auch in mir. Eigenartig. Seit ich wieder hier bin, kann ich an nichts anderes denken als an dieses Mädchen. An ihre traurigen Augen, an ihre Verzweiflung. Ich habe sie nur kurze Zeit gesehen. Trotzdem ist etwas von ihr in meinem Herzen geblieben. Ist sie wohl noch hier? Hoffentlich nicht. Gott macht, dass es ihr besser geht. Dass ihre Mutter sie rausgeholt hat. In meiner Erinnerung ist das anders. Ergibt das irgendeinen Sinn? Täuscht mich meine Erinnerung? Die Dinge sind nicht wie in meiner Erinnerung, wie ich sie sehe. Aber sie hat immer gesagt, dass sie mich lieb hat. Wirklich, ich kann das nicht verstehen. Ich möchte mich nur von ihr verabschieden. Ein letztes Mal. Ich habe es ja nie tun können. Wie konnte je eine Seele in dieser Hölle überleben? Mein Wunsch, noch mal etwas zu fühlen, wie Schmerz, Leidenschaft, ist groß. Noch einmal fühlen die Tränen über mein Gesicht drin, sich erinnern, wie es war zu leben. Amara ist tot. Wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Psychiatrie, sondern wohl auf dem Friedhof. Da machen wir allerdings beim nächsten Mal weiter, wenn ich mich ein bisschen von der Story erholt habe. Das ist wirklich... Also die nimmt wirklich mit, also die... Wenn man sich da versucht, wirklich reinzuversetzen, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es hier drin weiter. Auf dem Friedhof anscheinend. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann. Ciao.